Ja, herzlichen Dank. Ich denke, in Krisenzeiten braucht es Solidarität, Humanismus und gemeinsames Handeln. Das, glaube ich, war ein natürlich Gebot der Stunde, auch hier wieder sofort und rasch zu helfen. Und Klaus Schwerten hat es vorhin gesagt, leider in bewährter Tradition arbeiten wir hier wieder zusammen. Wir arbeiten wie immer hier gut und rasch und unkompliziert zusammen. So haben wir mit Beginn dieser Woche hier diese Notschlafstelle eingerichtet, die ein Stück weit auch ein erster Hafen sein kann, wenn man hier ankommt, als Geflüchteter kurz zur Ruhe kommt. Danke an die Caritas, die diese Menschen auch letztendlich betreut und versorgt, denn es ist, glaube ich, nicht so leicht, wenn man sich auf den Weg macht. Um das auch zu ermöglichen, können wir dank der Entscheidung der Frau Verkehrsministerin die flüchtenden Menschen auch kostenlos hier transportieren. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Können hier auch entsprechend die Tickets ausstellen, um sozusagen auch was in der Hand zu haben, den Geflüchteten, und bieten das selbstverständlich an in den Zügen. Wir fahren derzeit in den Regelzügen, wo doch zunehmend mehr an flüchtenden Menschen ankommt. Ja, und parallel in die Gegenrichtung können wir auch Hilfslieferungen hier anbieten, entsprechend die Sammlungen hier passieren, vor allem noch von Unternehmen, die wir vor allem an die ungarisch-ukrainische Grenze bringen. Mein großer Dank an die Caritas, an die karitativen Hilfsorganisationen, auch an die gute Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen hier am Bahnhof, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wie immer als Familie und als Team ÖBB hier sofort zugegriffen haben, geholfen haben, denn schnelle Hilfe ist eine wichtige und gute Hilfe. Dankeschön.